Vielen Dank, Frau Kollegin Wissler. Das Wort hat der Abg. Boddenberg, Fraktionsvorsitzender der CDU. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es ist eine gewohnte Übung im Hessischen Landtag, dass ganz zum Schluss der Vertreter der Regierungsfraktion spricht. Ich glaube, das ist nicht nur eine gute Übung, sondern auch für mich dann die Gelegenheit, auf das eine oder andere einzugehen, was heute hier im Zuge der Debatte vorgetragen worden ist. Und zunächst einmal ist eins sicherlich deutlich geworden. Ja, das ist heute eine Standortbestimmung der jetzt im Hessischen Landtag vertretenen sechs Fraktionen. Viele große Überraschungen, was die Grundhaltungen und Programmatiken anbelangt, hat, glaube ich, niemand erwartet. Ich auch nicht. Aber was Sie erwarten dürfen, ist, dass wir heute natürlich über die nächsten fünf Jahre, also die vor uns liegende Legislaturperiode, reden. Und das will ich zunächst einmal sehr deutlich sagen, hat der Ministerpräsident in herausragender Art und Weise heute getan, indem er nämlich gefangen in der ebenfalls hier schon immer geltenden Praxis, dass der Ministerpräsident oder diejenigen, die eine Regierungserklärung halten, vorher die Oppositionsfraktionen schriftlich wissen lassen, was sie denn sagen würden. In diesem Rahmen, ich finde, die wesentlichen Punkte nicht nur herausgearbeitet, sondern sehr klare Signale in Richtung der Dinge gegeben, die die Menschen in unserem Land brauchen, in Richtung der Orientierung. Wie soll es denn weitergehen in unserem Land? Und darauf will ich an einigen Stellen natürlich eingehen. Wir haben nicht nur eine neue Fraktion im Hessischen Landtag, wir haben auch viele neue Gesichter hier. Ich freue mich über die neuen Kolleginnen und Kollegen in den Regierungsfraktionen. Zunächst einmal noch ein herzliches Willkommen. Wir hatten schon mehrfach Gelegenheit, aber was ich so bisher sehe und höre, auch in meiner eigenen Fraktion, lässt mich und uns erwarten, dass wir viele neue Impulse haben werden. Und da Demokratie nun einmal vom Wandel lebt, Herr Kollege Müller, Sie lächeln so freundlich, ja, will ich ausdrücklich sagen, ich bedauere das Ausscheiden einiger wirklich herausragender Persönlichkeiten aus unserer Fraktion, auch aus anderen Fraktionen. Aber ich freue mich aber auch genauso auf die Beiträge der neuen Kolleginnen und Kollegen. Das wird eine gute Zeit im Hessischen Landtag, eine erfolgreiche Regierungsarbeit der CDU und GRÜNEN Fraktion hier und der Landesregierung. Darauf dürfen sich die Hessinnen und Hessen freuen. Das ist mir wichtig, es zunächst einmal festzustellen. Das ist mir deswegen wichtig festzustellen, weil es ist natürlich die Aufgabe und das gute Recht der Opposition, schon gleich am ersten Tag zu kritisieren. Aber so ein bisschen Freude und Zuversicht würde uns allen, glaube ich, gut anstehen. Denn auch das sage ich heute hier einfach einmal für uns und ich glaube für viele, die hier sitzen. Viele Menschen auf dieser Welt, vielleicht auch viele Menschen außerhalb Hessens, in der Bundesrepublik Deutschland und in Europa, hätten ganz gerne die Probleme, die wir haben, die ich damit nicht kleinreden will, ausdrücklich nicht. Ich werde nachher auf einige Beiträge bis hin zu Frau Wissler eingehen. Aber ich glaube, wir sollten doch einmal feststellen, dass wir, wenn wir wollen, einen parlamentarischen, demokratischen Diskurs pflegen wollen, in dem hart gerungen und gestritten wird um die besten Lösungen, übrigens nicht nur in diesem Haus, sondern bis hin zu einer Koalition zwischen CDU und GRÜNEN gestritten wird über den besten Weg. Wenn wir das als Voraussetzung genauso sehen und ernst nehmen wie die Tatsache, dass es den Menschen in unserem Land insgesamt gut geht, bei aller Kritik, die man weiter äußern muss, dass es eben nicht allen, sondern einem großen Teil gut geht, meine lieben Damen und Herren und Kolleginnen und Kollegen, dann finde ich, haben wir Grund zur Zuversicht, und die würde ich heute gerne auch ein bisschen verbreiten wollen. Ja, es ist von mehreren Rednern, von Herrn Kollegen René Rock, von Kollegen Schäfer-Gümbel, unter anderem auch von Frau Wissler, darauf eingegangen worden, dass diese Koalition nur eine Stimme Mehrheit hat. Ja, das haben wir auch schon festgestellt. Vor allen Dingen haben es alle festgestellt am 18. Januar bei der Wahl des Ministerpräsidenten und der Erklärung des Vertrauens an diese Landesregierung. Also, wir können mit dieser einstimmigen Mehrheit offensichtlich ganz gut umgehen. Und Sie werden in dieser Woche, aber auch in den nächsten Jahren erleben, dass das gut funktioniert. Bei aller notwendigen Selbstkritik, niemand macht keine Fehler und macht alles richtig, Herr Kollege Schäfer-Gümbel,
Ich glaube schon, aber auch bei der Bewertung und der Analyse des Wahlergebnisses, und Sie haben es ja ansatzweise getan, bei des Wahlergebnisses vom 28. Oktober, schon auch darauf hinzuweisen, dass dieser Tag für die beiden Volksparteien eine besondere Herausforderung darstellte. Ich will auch hier ganz freimütig einräumen, dass wir von Unionsseite natürlich unzufrieden waren mit den Begleitumständen dieses Tages, ohne dass wir mit Fingern in nur andere Richtungen zeigen. Ich komme noch darauf, dass wir durchaus sehen, dass wir in vielen Politikfeldern auch Verbesserungsbedarfe haben, aber schon feststellen, dass jedenfalls für die CDU-Seite der Auftritt der Großen Koalition in Berlin im letzten Jahr das Klima in unserem Lande sehr geprägt hat. Dazu gehörte der Streit zwischen den Koalitionspartnern, dazu gehörte aber auch der offen zutage getretene Streit, übrigens zu wichtigen Fragen, innerhalb der Unionsfamilie. Da sich das offensichtlich auch in Berlin herumgesprochen ist, hat, dass das etwas ist, was die Menschen am wenigsten wollen, nämlich dass innerhalb der Parteien, wenn denn Vereinbarungen getroffen worden sind, Wahlprogramme geschrieben sind, Grundsatzprogramme diskutiert worden sind, dann es auch so sein muss, dass man geschlossen als Partei, als Fraktion hinter diesen Vereinbarungen steht. Ich glaube und stelle fest, dass das in Berlin angekommen ist. Wenn man sich einmal ausnahmsweise mit Umfragen der letzten Monate beschäftigt, ja, dann kann man noch einmal zu der Feststellung kommen, wenn wir zwei, drei Monate später gewählt hätten, hätte das Ergebnis anders ausgesehen. Aber nach dem alten Steinbrückschen Motto hätte, hätte, Fahrradkette, will ich es nur der guten Ordnung halber erwähnt haben, damit keiner auf die Idee kommt, dass wir ganz alleine auf der Welt sind an einem solchen Wahltag, sondern durchaus Einflüssen unterliegen, die wir nur bedingt selbst beeinflussen können. Die Zufriedenheitswerte mit der Landesregierung der letzten Legislaturperiode waren jedenfalls sehr, sehr ordentlich. Platz 2 unter 16 Ländern. Ich will es nur noch einmal in Erinnerung rufen, falls es jemand überlesen haben sollte. Wir haben das nicht vergessen, aber ich will ausdrücklich sagen, das ist kein Grund für Hochmut, sondern schlichtweg auch ein Grund für uns, darüber nicht nur nachzudenken, sondern an vielen Stellen besser zu werden, unsere politischen Schwerpunktsetzungen auch so zu vermitteln, dass sie bei den Menschen ankommen. Wir haben einen Koalitionsvertrag mit den GRÜNEN verhandelt. Der ist heute vielfach besprochen worden und wird in den nächsten 5 Jahren vielfach besprochen werden, in dem aus meiner Sicht jedenfalls eines deutlich wird. Vor uns liegt sehr, sehr viel Arbeit. Und vor uns liegen nicht nur angenehme Entscheidungen. Und auch das gehört zum Wahltag, dem 28. Oktober, dazu. Wir haben dieses ordentliche Ergebnis in Summe, nämlich dass wir, und das ist selten gelungen in den letzten 10 Jahren in einem Bundesland, auch in der Bundespolitik selbst, die Fortsetzung, also die Bestätigung einer Koalition vom Wähler bekommen haben, dass wir bei allen den Dingen, die wir in den letzten 5 Jahren gemacht haben, es uns nicht immer leicht gemacht haben, will ich an einigen Beispielen durchaus darlegen. Eines konnten wir gerade gestern Abend oder am gestrigen späten Nachmittag hier als Thema von der SPD erneut auf die Schiene gesetzt beobachten. Ja, Herr Kollege Rudolph, ich nehme einmal das Beispiel der Straßenausbaubeiträge. Die einfachste Übung für eine Landesregierung wäre zu sagen, Haken dran, wir bezahlen das. Das wäre einfach, das wäre populär, um bei Ihren Worten zu bleiben, Herr Kollege Schäfer-Gümbel. Das machen wir aber nicht. Und wir machen es vor allen Dingen, das will ich sehr deutlich sagen, nicht, um die Menschen zu ärgern, sondern weil wir eine Gesamtverantwortung für dieses Land haben, weil wir bei all dem, was wir gerne machen würden und gerne hätten, immer auch in dieser Gesamtverantwortung verhaftet sind und sehen müssen, dass wir keine Politik machen, die nur den heutigen Tag im Blick hat, sondern die unsere Zukunft und die Zukunft unserer Kinder im Blick hat. Und da Herr Rudolph gestern Abend wieder einmal den Versuch unternommen hat, die Ausstattung der Kommunalfinanzen in diese Thematik einzurühren, will ich auch darauf eingehen. Ich komme später noch einmal auf die Finanzen. Herr Kollege Rudolph, Sie vergessen immer wieder, dass der einfache, oberflächliche Blick, wie Sie ihn machen, indem Sie nur eine Statistik hervorziehen, selten der richtige ist. Wir haben die Kommunen, die Interessen der Kommunen, die für die Politik vor Ort, für die Bürgerinnen und Bürger an vielen Stellen verantwortlich sind, immer im Blick. Und wir haben vor allen Dingen immer im Blick,
dass die Gestaltungsspielräume der Kommunen genauso wie die des Landes erhalten werden müssen. Und das wiederum heißt, dass ich glaube, an dem Beispiel kann man es gut festmachen, wir der Meinung sind, dass zu Gestaltungsspielräumen in der Politik aber eben nicht nur die einseitige Ausübung von Gestaltung Thema ist, sondern am Ende immer auch die Antwort auf die Frage stehen muss, wie kann es denn funktionieren? Konkret, wie kann es denn finanziert werden? Und darüber sind wir gerne bereit, mit Ihnen zu streiten. Übrigens, falls Sie sich gewundert haben wollen, dass wir gestern nicht Ihren ersten Entwurf oder die erste Lesung zum Anlass genommen haben, das gleich abzulehnen, will ich Ihnen den Grund dafür nennen. Ich glaube, Sie haben es gestern auch mitbekommen. Das ist für uns in einer neuen Legislaturperiode mit neuen Abgeordneten hier im Hessischen Landtag selbstverständlich, dass wir uns dieser Debatte stellen. Es ist aber genauso selbstverständlich, dass ich Ihnen heute schon, wie Herr Kollege Hahn sage, dass ich mir vorstellen kann, dass wir am Ende nicht zu einem sehr viel anderen Ergebnis kommen als zu dem Ergebnis, das wir in der letzten Legislaturperiode noch vor anderthalb Jahren hier diskutiert und am Ende auch entschieden haben, in der wir versuchen, eben nicht nur einseitig nach dem Motto, ich komme wieder zu meinem Lieblingswort, im Himmel ist Jahrmarkt, das ist die Politik der Sozialdemokraten in den letzten fünf Jahren gewesen, sondern nach dem Motto, was können und müssen und sollten wir verantworten in diesem Land. Und darauf geben wir Antworten genauso seriös und genauso sauber finanziert, wie wir das bei allen anderen Politikfeldern auch tun. Ja, und obwohl wir uns in den letzten fünf Jahren es manchmal selbst ein bisschen schwerer gemacht haben, ich sage vorsätzlich schwerer gemacht haben, und ich sage noch einmal, nicht um die Menschen in diesem Land zu ärgern, nicht nur im Beispiel der Straßenausbaubeiträge, sondern weil wir beispielsweise dafür gesorgt haben, dass der hessische Haushalt ordentlich aussieht und konsolidiert werden kann, weil wir den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dieses Landes durchaus auch etwas zugemutet haben. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sagen, eine ganze Menge zugemutet haben. Ja. Aber auch das nicht noch einmal, um Ihnen und Sie zu ärgern, sondern schlichtweg mit Blick darauf, dass wir auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Arbeitsplätze und die Perspektiven dieser Arbeitsplätze verantwortlich sind. Ich könnte fortfahren. Sie haben das Thema der Energiepolitik, der Windenergie angesprochen. Ja, auch da haben wir es uns nicht immer einfach gemacht. Und wer würde denn bestreiten, dass die Diskussion vor Ort sehr, sehr anstrengend ist? Das kennen Sie doch genauso. Und gestern ist ja hier mehrfach hervorgehoben worden, dass Sie bei den Straßenausbaubeiträgen, die ich dann nicht noch einmal bemühen will, aber vielleicht noch einmal als Beispiel nennen darf, durchaus auch schon andere Positionen vertreten haben. Aber auch in der Energiepolitik ist es so, dass es Menschen gibt, die dort nicht nur positiv, sondern negativ betroffen sind und werden. Ja, ich war gerade an der Nordsee für drei Tage zum Jahreswechsel. Wenn man von den Nordseeinseln aufs Festland schaut, kann man sich einen schöneren Ausblick vorstellen, als dort Tausende dieser Anlagen zu sehen. Ich weiß aber, da ich die Gegend ganz gut kenne, dass es dort sehr viele Menschen gibt, bis hin zu übrigens den landwirtschaftlichen Unternehmen, die froh sind, dass sie diesen Wirtschaftszweig haben. Aber auch dort wiederum Menschen sind, beispielsweise aus dem Bereich der Tourismusbranche, die das irgendwie blöd finden. Und diese Abwägung zu treffen zwischen dem, was ist erforderlich, was ist in dem Fall energiepolitisch erforderlich, was ist wirtschaftspolitisch erforderlich und was ist erforderlich an notwendiger Kommunikation und Erklärung, warum wir glauben, dass das, was wir machen, eine kluge und abgewogene Lösung ist, das wird die große Herausforderung der Zukunft sein. Und dazu, glaube ich, hat der Ministerpräsident Sie zu Recht eingeladen. Frau Wissler, und wenn Sie das falsch verstanden haben, glaube ich, wird dem Ministerpräsidenten das unglaublich leid tun, dass er den Hessischen Landtag aufgefordert hat, dieses Land mitzugestalten. Ich glaube, Sie wissen in Wahrheit natürlich, wie er es gemeint hat. Also lassen Sie uns über diese und viele andere Fragen, ich habe zwei, drei Beispiele genannt, in diesem Landtag streiten und um die beste Lösung ringen. Wir haben natürlich im Zuge der Koalitionsverhandlungen, Herr Kollege Schäfer-Gümbel, viele Kompromisse finden müssen. Und es sind heute einige Beispiele genannt, wo es uns nicht leicht gefallen ist, zu Kompromissen zu finden. Das ist das Beispiel Schulpolitik. Ja, hier sitzt Matthias Wagner, lange Jahre schulpolitischer Sprecher der Grünen Landtagsfraktion, der mit den Grünen gemeinsam durchaus in einigen Schwerpunkten andere Schwerpunkte oder in einigen Bereichen andere Schwerpunkte setzt als die CDU. Wer sollte denn das und wer wollte denn das bestreiten? Im Gegenteil, wir sollten häufig darüber reden, was denn jeweils die eigenen Vorstellungen der Parteien auch in einer Koalition sind und am Ende aber sagen, wir stehen dann aber zu den Kompromissen, die wir gefunden haben.
Das mit den Ziffernoten ist ja für jeden auch verständlich. Da alle einmal die Schule besucht haben in unserem Land, kann jeder etwas mit anfangen. Und was ich dazu in den ersten Tagen in der Zeitung oder in den Zeitungen lese, beispielsweise von Schulleiterinnen oder von Lehrern, finde ich, ist zumindest es wert, dass man darüber diskutiert. Keine Sorge. Ich bleibe schon bei den Positionen der CDU. Und dazu hat der Ministerpräsident heute einiges sehr klar festgestellt. Aber dass wir schwarz-weiß malen, und Sie so tun, insbesondere die FDP in den letzten Tagen, als würde jetzt das Leistungsprinzip an den Schulen abgeschafft, ist natürlich völliger Unsinn. Und das wissen Sie doch auch. Und das wissen Sie doch auch. So, und insofern kann ich Sie sehr beruhigen. Natürlich wird es weiterhin so sein, dass Schülerinnen und Schüler eine Bewertung erfahren. Und ich sage einmal voraus, ohne dass wir schon in das letzte Detail von möglichen Veränderungen in einigen wenigen Schulen gehen, um einmal zu schauen, wie hantieren die denn jetzt mit diesen Möglichkeiten, die wir ihnen gewähren wollen. Ich sage Ihnen voraus, dass diejenigen, die glauben, dass man eine Bewertung statt Note ausschließlich machen sollte, schon feststellen werden, dass das nicht so ganz einfach ist und möglicherweise es an einigen Stellen auch Kombinationen aus beidem geben kann. Und dann ist mein Vorschlag und meine Bitte, nicht nur im schulpolitischen Ausschuss, sondern gerne auch hier im Plenum über solche Fragen zu diskutieren und einmal zu schauen, was machen denn jetzt die Schulen, die nur eine Möglichkeit bekommen, das umzusetzen, keine Verpflichtung haben, das umzusetzen. Und Sie wissen auch, und das haben die meisten weggelassen in den letzten Tagen, dass für den Fall, dass sich eine Schule für diesen Weg entscheidet, die Lehrer, die Schulleitung, die Schüler und die Eltern das wollen müssen. Wenn das dann am Ende der Konsens ist, ja, dann sollen Sie das ausprobieren und schauen, ob das der vielleicht bessere Weg für Ihre Kinder und für die Schülerinnen und Schüler ist. Damit bin ich sehr einverstanden, und da nickt auch zustimmend Kollege Wagner, wofür ich sehr dankbar bin. Ich habe das Stichwort Schwarz-Weiß-Malen überschrieben. Öffentlicher Personennahverkehr. Ja, wir nehmen als Union seit vielen Jahren wahr, dass zunehmend auch bürgerliche Wählerinnen und Wähler der Meinung sind, dass wir Veränderungen in der Verkehrspolitik brauchen. Bei den GRÜNEN hat das dann das Label Verkehrswende. Das ist okay. Davon spricht mittlerweile selbst die CSU in Bayern. Aber wenn es das auf den Punkt bringt, was wir gemeinsam wollen, nämlich dass Verkehrsträger nebeneinander, miteinander, ohne dass man Einzelne ausschließlich fördert und protegiert, Mobilität der Zukunft sicherstellen, dann ist das genau das, was übrigens auch bürgerliche Wählerinnen und Wähler wollen. Wenn Sie sich die Bürgerinitiativen anschauen, die sich beispielsweise für mehr Raum fürs Radfahren stark machen, dann sind da ziemlich viele aus meinem Bekanntenkreis dabei, keine Grünen, keine sozialdemokratischen Wähler, sondern langjährige CDU-Wähler, die sagen, wir würden das gerne als weitere Möglichkeit der Mobilität gerade in einer Stadt wie in Frankfurt haben. Und das finde ich gut, und dem tragen wir mit vielem im Koalitionsvertrag Rechnung. Ja, schwarz-weiß malen, Stichwort Landwirtschaftspolitik. Wir haben jetzt leider nur noch einen Landwirt hier im hessischen Plenum mit Hans-Jürgen Müller. Und wir beide haben uns verabredet, weil ich stehe ja beruflich zwischen Ihnen und allen anderen. Wir haben uns verabredet, dass wir uns über einige Dinge austauschen. Ja, er ist der Urproduzent. Ich gehöre dem Berufsstand an, der daraus ein Nahrungsmittel macht. Das machen viele Landwirte natürlich mittlerweile auch selbst. Und die anderen sind dann die Verbraucher. Also, wir haben uns verabredet, dass wir uns einmal anschauen, wie können wir denn das eine oder andere, was ich auch als derjenige, der einer Branche angehört, der man nicht als allererstes unterstellt, dass sie sich mit Tierschutzfragen beschäftigt, was können wir denn in Hessen noch weiter verbessern, damit die dezentrale, die mittelständische Landwirtschaft auch zukünftig ihren Platz in unserem Bundesland hat. So, und da kann ich nicht erkennen, dass das eine gut, das andere schlecht ist. Irgendjemand hat heute gesagt, das sind die Bösen, das sind die Guten. Ich glaube, es war der Kollege Rock. Ich habe das von den GRÜNEN noch nie gehört. Ich will euch da jetzt nicht Schutz nehmen. Das könnt ihr natürlich auch selbst. Aber dass sich auch grüne Politik in den Dingen und den Punkten, die Ihnen wichtig sind, in den letzten 5, 8, 10 Jahren gewandelt haben, kann man ja auch, glaube ich, hier ganz offen ansprechen. Ich erinnere mich an eine aus meiner Sicht legendäre Rede des parlamentarischen Geschäftsführers Holger Berlino, ich glaube im Jahr 2012. Da hatte Kollege Berlino das Thema Verbotspartei. Und ich glaube, ohne dass ich den grünen Kolleginnen und Kollegen zu nahe treten möchte, aber
Auch dort hat es Entwicklungen gegeben, die, glaube ich, zu der Feststellung kommen, die wir auch haben, dass wir mit Anreizen arbeiten sollten und müssen, dass wir Rahmenbedingungen so setzen müssen, ich bleibe bei der Landwirtschaft, dass der sogenannte konventionelle Landwirt zunehmend kritisch wird und darüber nachdenkt, ob er nicht vielleicht auch neue Wege geht, dass das ein guter Weg ist, ein besserer Weg, als in irgendeiner Form ihn dazu zu zwingen. Das unterstelle ich Ihnen jetzt damit nicht, aber die Rede von Holger Bellino hatte so ein bisschen den Duktus, dass damals der Druck des Gesetzgebers laut grüner Auffassung durchaus etwas stärker und dominanter sein sollte. Also, ich glaube, man darf das sagen, in dieser Koalition der letzten fünf Jahre beide Seiten gelernt. Und wenn ich heute bei Landwirten bin und häufig dort eingeladen werde, sage ich, ja, ich bin der Auffassung, dass jedes Mitgeschäft, das ihr hegt und pflegt, doppelt so viel Platz haben sollte, von mir aus dreimal so viel Platz haben sollte. Dann gucken die immer erst ein bisschen skeptisch, was ist denn das jetzt für einer? Und dann kommt der nächste Satz. Dazu sage ich auch gleich, dann müsste aus meiner Sicht auch das Kilo Schweinefleisch vielleicht doppelt und dreimal so teuer sein, dann wird es wieder passen, und es hätten alle Seiten gewonnen. Und das tragen mittlerweile auch große Mehrheiten der sogenannten konventionellen Landwirte als Idee mit. Die Umsetzung dauert ein bisschen. Ich glaube, wir werden das Thema noch viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte haben. Aber dass wir uns schrittweise einer besseren, nachhaltigeren Landwirtschaft zuwenden, das, glaube ich, unterschreiben 100% der hessischen Landwirte und Landwirte. Es ist der Flughafen angesprochen worden. Ja? Frau Wissler hat eben noch einmal darauf hingewiesen, dass da die GRÜNEN das alles verraten haben, was sie in Programme geschrieben haben. Nein, die GRÜNEN erklären nach wie vor, dass sie den Flughafenausbau in Frankfurt für falsch gehalten haben. Das kann man ja wenigstens feststellen. Das sollten Sie dann vielleicht wenigstens erwähnen. Ich gehöre einer Partei, die den Flughafenausbau immer für richtig gehalten hat, nicht weil wir mit Beton durch die Wand wollen, sondern weil wir sagen, es ist einer der Ministerpräsident spricht immer vom Herzmuskel der Nation, des Landes Hessens, wichtigsten Wirtschaftsmotoren, die wir haben. Was Sie dort machen, Frau Wissler, erinnert mich so ein bisschen an einen Artikel in der FAZ am letzten Wochenende. Da war von den Salonsozialisten die Rede. Ich hätte dort jeden Satz unterstreichen können, weil der Autor der Auffassung war, dass ziemlich viele linke Ideologen, allen voran Sarah Wagenknecht, sich eher mit den schönen Dingen und den zugegebenermaßen auch notwendigen Dingen, Stichwort Asyl- und Flüchtlingspolitik, jedenfalls so ausschließlich befassen, dass andere nicht mehr vorkommen. Beim Thema Flughafen kommen bei Ihnen die Zehntausenden von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern aus meiner Sicht nicht vor. Und wenn Sie sagen, nein, die kommen bei Ihnen nicht vor. Die kommen bei Ihnen nicht vor. Bei Ihnen kommt vor, Sie wollen die Flugbewegung. Bei Ihnen kommt vor, die Flugbewegung soll begrenzt werden. Wenn ich Sie dann frage, heißt das konkret, dass Sie sich dem Votum der Bürgerinitiativen in Frankfurt anschließen? Die sagen, schließt diese Bahn wieder, sagen Sie nichts. In Wahrheit sagen Sie es aber eigentlich doch, übrigens, Herr Kollege Schäfer-Gümbel, fast wie Herr Feldmann. Und wenn ich dann frage, was bedeutet das dann, und Ihnen vorrechne, dass Sie dann wieder bei 380.000 Flugbewegungen sind, das sind nämlich die Größenordnungen, wo die Leute, über die ich gerade rede, hinwollen, und Ihnen dann vorrechne, als wir die hatten, 380.000 Flugbewegungen, wir 15.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weniger am Frankfurter Flughafen hatten, all das lassen Sie weg, muss aber gesagt werden, dass jeder weiß, wer so etwas wählt, eine solche Position wählt, schafft Arbeitsplätze ab, über die Sie heute hier sicher dreistet haben zu reden. So, und doch, ich kann mit Zahlen umgehen. Ich kann Ihnen das auch gerne noch einmal bilateral vorrechnen, aber ich glaube, Sie wissen ja in Wahrheit, dass diese Zahlen stimmen. Ich will den Diesel ansprechen und das Thema von Kollegen Rock natürlich nicht auslassen. Und auch das, was ich dort in den letzten Tagen lesen konnte. Diese Landesregierung hat vor der Wahl und die sie tragenden Fraktionen natürlich gleichermaßen und nach der Wahl immer wieder die zwei gleichen wesentlichen Sätze gesagt. Erstens. Natürlich wollen wir saubere Luft und eine Verbesserung des Klimas im Sinne von Schadstoffen, natürlich insbesondere dort, wo viel Verkehr stattfindet, in den Städten. Und wir wollen zweitens keine pauschalen Fahrverbote. Ja, und wir könnten nach Rheinland-Pfalz schauen und in vielen anderen Ecken beobachten, was da so gerade passiert. Ich bin sehr zufrieden mit dem, was wir mittlerweile erreicht haben. Und ich muss ausdrücklich und will ausdrücklich die Umweltministerin Priska Hinz loben, weil
wir gemeinsam mit den Vertretern der Landesregierung und den Spitzen der Fraktionen, wenn ich das so sagen darf, über die Frage gesprochen haben, wie erreichen wir das denn? Und dass jetzt in Darmstadt zwei Straßen für den Diesel gesperrt werden sollen, das ist leider notwendig, weil das andere Ziel, nämlich saubere Luft, dort nun wirklich noch nicht erreicht ist. Ich sage bewusst noch nicht erreicht ist. Und die Hügelstraße, um es konkret zu machen, ist eine Straße. Wenn man dort ist, kann man das auch als Laie wie ich nachvollziehen. Ich habe mir das mehrfach angeschaut. Ein neuralgischer Punkt, wo wir besser werden müssen in der Qualität der Luft dort, der Menschen, die dort wohnen. Und wenn es dann gelingt, in einem Vergleich gemeinsam mit der Stadt, gemeinsam mit der Landesregierung und auch den Klägerinnen und Klägern, ich sage heute nichts zur Deutschen Umwelthilfe, das haben wir beispielsweise auf unserem Parteitag in ausreichender Form gewürdigt, was wir von diesem Verein halten. Aber es gibt ihn nun einmal, und es gibt nun einmal das Verbandsklagerecht. Wenn man das alles zusammennimmt, bin ich mit diesem Kompromiss und diesem Vergleich sehr zufrieden, denn er führt eben dazu, dass wir keine pauschalen Fahrverbote in Darmstadt haben werden. Und wenn sich die Stadt Wiesbaden, die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Wiesbaden mit einem breiten Maßnahmenpaket so aufstellt, dass man das in Wiesbaden auch hinbekommen kann, möglicherweise sogar völlig ohne einzelne neuralgische Straßen, die gesperrt werden müssen. Wenn wir es geschafft haben, in der Stadt Frankfurt eine Zulassung der Berufung als erstes erreicht zu haben, wenn wir es sogar geschafft haben, dass der Verkehrsdezernent der SPD, Herr Oesterling, der sich nicht gerade hervorgetan hat in den letzten Jahren nach dem Motto, ich bin Verkehrsdezernent und ich setze alles, aber auch wirklich alles daran, um das Problem in Frankfurt gar nicht erst aufkommen zu haben. Wenn es uns gelungen ist, selbst den Verkehrsdezernenten Oesterling, der noch vor 5, 6 Monaten erklärt hat, es werden Fahrverbote unumgänglich sein und die werden kommen, jetzt erklärt, dass er das jetzt anders sieht, Herr Kollege Schäfer-Gümbel, dann könnte das ja dafür sprechen, dass wir bisher jedenfalls einen ordentlichen Job gemacht haben in dieser Frage. Und seien Sie sicher, dass wir das weitermachen werden. Ja, und ich will schon auch noch eingehen auf ein anderes Thema. Ich könnte viele weitere Beispiele nennen, nach dem Motto, nicht schwarz, nicht nur weiß. Ich könnte über Sicherheitspolitik reden. Ja, Sie haben auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts gestern hingewiesen. Wir werden, der Innenminister hat sich dazu sofort geäußert, natürlich reagieren und nachbessern. Aber ich glaube, es ist uns doch allen klar, dass wir in der Frage der Sicherheitspolitik, was Persönlichkeitsrechte auf der einen Seite, Freiheitsrechte auf der einen Seite anbelangt, aber Sicherheitserfordernisse auf der anderen Seite anbelangt, einen Dauerprozess der Abwägung haben müssen und sich Parteien durchaus in ihrer Schwerpunktsetzung oder Ausrichtung in dieser Abwägung unterscheiden, ist a) nicht nur gut und völlig normal, sondern ich sage auch hilfreich. Weil auch in der Christdemokratischen Union, die hier im Hause sicherlich eher die Partei ist, bei der man sagt, dass Sicherheit eine hohe, höchste Priorität hat, und ich sage mal, das gilt hoffentlich und glaube ich für alle, wir durchaus bereit sind, über das eine oder andere zu diskutieren, was uns auch nicht leicht fällt. Auch wir wollen Datenschutz. Auch wir wollen nicht, wenn man durch London geht, weiß, glaube ich, jeder, wovon ich rede, eine Totalüberwachung auch von neuralgischen Städten oder ganzen Städten wie in London. Aber wir müssen doch schlichtweg erkennen, dass die Kriminalität in jeder Gesellschaft, die nicht neu ist, sondern die halt jetzt nur anders ist, die zunehmend sich entweder selbst im digitalen Netzen verbreitet oder dort stattfindet, oder aber die zumindest digitale Kommunikation beispielsweise nutzt für ihr kriminelles terroristisches Handeln, dass wir sagen, wir bleiben weiter in einer schönen, rosaroten, analogen Welt, das kann doch niemand ernsthaft wollen. Und Kolleginnen und Kollegen, seien Sie sicher, wir werden in dieser Frage und sind in diesen Fragen jeder Debatte nicht nur offen gegenüber diese Debatte zu führen, sondern auch kritisch und sensibel genug, um zu wissen, dass diese Abwägung eine so immanent wichtige Bedeutung für die gesamte Zukunft unserer Gesellschaft hat, dass wir sehr, sehr sorgsam mit dieser Debatte und mit all diesen Maßnahmen und Dingen umgehen werden.
Wir haben dazu in der Koalition Vereinbarungen getroffen. Die können Sie alle nachlesen. Die will ich jetzt nicht wiederholen. Aber ich will es dabei bewenden lassen und nur deutlich machen. Ja, wir haben einige Wochen gerungen. Und wir sind der Meinung, das will ich dann doch noch sagen, CDU und GRÜNE, dass es auch mit einer Stimme Mehrheit geht. Im Gegenteil, dass wir sogar eine demokratische Verpflichtung haben, eine Mehrheit am Ende zu bilden und diese auch zu nutzen in Form von Entscheidungen im Hessischen Landtag in den nächsten 5 Jahren. Kolleginnen und Kollegen, der Ministerpräsident hat viele Punkte angesprochen, die wir uns vorgenommen haben. Ich will nur auf einige wesentliche Punkte jeweils in den Schwerpunktthemen der Landespolitik eingehen. Ich nenne bei der Schulpolitik, ja, es bleibt weiter bei einer sehr, sehr ordentlichen Versorgung. Heute ist irgendwo wieder das Wort Unterrichtsausfall gefallen. Ja, geschenkt. Geschenkt, Herr Schäfer-Gümbel. Weil ich werde halt auch dort nicht müde, Ihnen zu sagen, ja, es kann sein, dass der Mathelehrer krank wird und der Unterricht ausfällt. Es kann sogar sein, dass der 3 Wochen krank ist. Das hat noch nie jemand bestritten. Aber was nicht sein kann, ist, dass Sie glauben, und es ist ja auch gründlich schiefgegangen in diesem Wahlkampf, seien Sie doch mal ehrlich, wenn Sie auf Ihr Ergebnis gucken, das hat doch nicht verfangen. Es kann doch nicht sein, dass man unterstellt, es gäbe hier einen geplanten, in Kauf genommenen Unterrichtsausfall, wenn wir 53.000 Lehrerinnen und Lehrer an den Schulen haben, Vollzeit, und für die eigentliche reine Unterrichtsabdeckung 38.000 Lehrerinnen und Lehrer brauchen. Ja, dann kann man immer noch erleben, dass der Mathelehrer krank wird. Aber daraus den Versuch zu unternehmen, eine Kampagne zu bilden, wie gesagt, das ist ja gründlich schiefgelegen, das sollten Sie, können Sie machen. Aber wozu es führt, haben Sie am 28. gesehen. Ich würde Ihnen vorschlagen, dass wir uns über die Inhalte unterhalten. Ja, uns, der CDU, war es wichtig, dass wir das Thema Deutsch stärken als Kompetenz. Uns war es wichtig, ich habe eben über neue pädagogische Konzepte gesprochen. Auf der anderen Seite war es uns beispielsweise wichtig zu sagen, Stichwort Schreiben nach Gehör, dass wir glauben, dass es bessere Möglichkeiten gibt, gerade in den ersten Jahren der Grundschule, Kindern Rechtschreibung, Sprache, Lesen, Schreiben zu vermitteln. Ich will Ihnen aber eines sagen, worauf wir besonders stolz sind. Und hier hat der Kollege Rock heute über das Thema Fachkräftemangel gesprochen. Also zu sagen, wir müssen da jetzt einmal anfangen, ist ja schön. Aber ich glaube, die FDP hat auch mitbekommen, dass das Thema seit mindestens 10 Jahren auf unserer Agenda steht. Die Kommission, Fachkräftekommission des Landes Hessen hat 2009, 2010, 2011, ich finde, gute Ergebnisse gebracht. Können ja nur gut sein, weil ich damals die Landesregierung dort vertreten habe. Wir haben damals gesagt, ja, wir werden den Fachkräftemangel nur dann auch nur lindern können, wenn wir uns bestimmten Zielgruppen, man könnte volkswirtschaftlich von Ressourcen sprechen, zuwenden. Beispielsweise älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, indem wir dahin kommen, dass deren Erwerbstätigkeit, wenn sie es denn wollen, länger sein sollte, als das gesetzliche Renteneintrittsalter es normalerweise hergibt. Eine Riesenzielgruppe. Wir müssen besser werden, noch besser werden bei der Erwerbstätigkeit von Frauen. Ja, wir sind im europäischen Mittel mit Anfang 70% erwerbstätigen Frauen. Steigert sich diese Quote latent. Aber was die Wochenarbeitszeiten anbelangt, ja, da ist weiter Verbesserungsbedarf. Und viele Frauen, die heute 20 oder 15 Stunden die Woche arbeiten, sagen, ich würde eigentlich gerne mehr arbeiten, aber da fehlen noch so ein bisschen die Rahmenbedingungen. Da ist man sehr schnell bei den Themen, die hier diskutiert worden sind, die ich heute nicht noch einmal aufrufen will, Stichwort Familien, Ganztagsschulen, Kinderbetreuung, all diese Dinge mehr. Dazu werden wir viele Gelegenheiten haben. Aber eine weitere wichtige Ressource, ich sage natürlich Zielgruppe. Eine weitere ist die Integration von Menschen mit Behinderungen in den Arbeitsmarkt. Da ist diese Landesregierung im wahrsten Sinne des Wortes mit Abstand auf Platz 1 unter 16 Ländern, was die eigenen Beschäftigungsquoten anbelangt. Kann man auch noch besser machen? Ja, könnte man auch in den Unternehmen noch besser machen. Daran arbeiten wir. Das Sozialministerium, Kai Klose, hat dort sicherlich eine ganze Reihe von Aufgaben, die schon begonnen sind, aber sie weiter zu intensivieren. Da ist man beim internationalen Arbeitsmarkt. Ich bin froh, dass wir im Bund mit den Ländern gemeinsam hoffentlich irgendwann jetzt doch zu einer Lösung kommen, was den Fachkräftezuwanderungsteil dieses Problems lösen wollen, anbelangt.
Aber wir waren damals Vorreiter. Wir sind das erste Land gewesen, 2012, 2013, die eine Kooperation mit einer Region in Spanien unternommen haben. Das ist noch lange nicht so, wie ich es mir wünschte. Da kann man noch viel mehr tun. Also zunächst einmal auch den europäischen Arbeitsmarkt in den Blick nehmen. Das ist sicherlich lohnend und erforderlich. Aber, und das ist der Punkt, auf den ich eigentlich hinaus wollte, die wichtigste Ressource sind natürlich die jungen Menschen. Und, Frau Wissler, da mache ich keinen Unterschied zwischen denen, die hier geboren sind, und denen, die zu uns gekommen sind. Wir waren es, der Ministerpräsident Volker Bouffier, gemeinsam mit Ministerpräsident Kretschmann aus Baden-Württemberg, die dafür gesorgt haben, dass diejenigen, die zu uns gekommen sind, die einen Ausbildungsplatz haben, erst einmal für diese 3 Jahre plus 2 weitere Jahre einen Aufenthaltsstatus haben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist ein ganz, ganz wichtiges Signal an diejenigen gewesen, die sich wirklich integrieren wollen. Und das tragen wir nicht nur mit, das stützen wir zu 100%. Meine sehr geehrten Damen und Herren, nein, ich will auf die andere Zielgruppe, über die wir auch hin und wieder reden, aber die wir in einem ganz besonderen Fokus haben. Das sind nämlich diejenigen jungen Männer und Frauen, ja, die vielleicht aus Gründen ihres sozialen, ihres familiären Umfeldes nicht so viele Chancen und Perspektive hatten wie anderen, dass wir uns denen in ganz besonderer Weise zuwenden. Und dazu haben wir in der Schulpolitik eine Reihe von Ansätzen. Ich nenne einmal das Thema Mittelstufenschule. Irgendjemand hat ja heute gesagt, sollen ja und müssen ja nicht alle studieren. Stimmt, teile ich. Muss auch nicht sein. Kann aber sein, wenn es jemand will. Und das wollen wir auch nicht verhindern, sondern wir wollen sagen, das eine ist genauso wichtig wie das andere. Die akademische Laufbahn, genauso wie die aus der beruflichen Bildung kommenden, müssen die gleichen Chancen haben. Aber dass am Ende unserer Politik, nachdem wir beispielsweise das Spracherfordernis nicht erst jetzt entdeckt haben, Frau Kollegin Wissler, wir die Situation haben, dass bei den Schulabgangs, bei den Schülerinnen und Schülern, die die Schule verlassen, Hessen auch dort mit Abstand die Nummer 1 ist, was die Erfolgsquote der Schulabgänger anbelangt. Darauf sind wir wirklich zu Recht stolz. Ja, es sind immer noch 4-5%. Sind immer noch 4 oder 5%, an denen müssen wir weiterarbeiten. Aber ich glaube, wenn wir über Integration reden, wenn wir über Chancengerechtigkeit gehen, ist das der bessere Ansatz, als zu glauben, wie DIE LINKE, dass man das alles mit staatlicher Alimentation am Ende irgendwie übertünchen kann. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben, ich glaube, wichtige Signale in diesem Koalitionsvertrag gesetzt für die Hochschulpolitik. Die Hochschulen wollten ein bisschen mehr. Ja. Das ist Ihr gutes Recht. Aber auch dort haben wir natürlich die Finanzen im Auge. Ich glaube, dass wir mit einer Festschreibung, dass der Hochschulpakt um 4% wachsen soll, irgendwie die Mitte getroffen haben. Gewollt haben Sie 5, dann wollten Sie noch einen besonderen Digitalpakt. Das haben wir jetzt alles, glaube ich, so möglich gemacht, dass wir es haushaltstechnisch auch verantworten können. Wir haben eine deutliche Stärkung der früheren Fachhochschulen, der Universities of Applied Sciences. Dringend notwendig, weil dort ganz viel stattfindet, Wirtschaft, Hochschulstudium parallel, die vielleicht für die Fachkräftegewinnung wichtigste Arbeit der nächsten Jahre auch in der Hochschulpolitik. Ja, und wir bleiben weiter dabei, dass wir überall dort, wo Hessen stark wird, besondere Exzellenzen hat, auch besonders mit Geld auch fördern, Stichwort Löwe-Programm. Was wir dort mittlerweile erreicht haben, ist wirklich beispielgebend. Kolleginnen und Kollegen, wir haben 14 Löwe-Zentren in Hessen. Wir haben 54 Löwe-Schwerpunkte und wir haben, und das finde ich besonders erfreulich, 283 KMU, also Verbünde mit mittelständischen Unternehmen. Kolleginnen und Kollegen, das ist genau das, was das Herz Hessens ausmacht, dass wir ein Land der Bildung, auch ein Land mit stolzen Universitäten sind, aber auch ein Land mit Unternehmen sind, wo Unternehmer, Mittelständler die Ärmel hochkrempeln. Und wenn das beides zusammenkommt, dann muss da etwas Gutes bei rauskommen. Das ist weiter einer der Schwerpunkte in unserer landespolitischen Aufstellung. Ja, und ich will natürlich auch zur Sicherheitspolitik kommen. Die Zahlen sind schon genannt worden. Mehr Polizei im Vollzugsdienst, genauso wie in der Verwaltung, Wachpolizisten. Ja, wir wenden uns auch den Überstunden zu, aber all das auch wiederum unter dem Vorbehalt, dass wir, nein, nicht dem Vorbehalt, das machen wir, aber insgesamt unter der Prämisse, dass wir wissen, dass die Mittel endlich sind. Aber ich finde, das sind deutliche Prioritätensetzungen, die auch ganz klar so im Koalitionsvertrag benannt sind. Wir kümmern uns weiter um die Feuerwehr mit einer Garantiesumme von 45 Millionen € pro Jahr. Das hat es noch nie gegeben in diesem Land. Aber 72.000 Feuerwehrleute.
72.000 Feuerwehrleute, die das im Ehrenamt machen, bei rund 2.500, die das hauptberuflich machen, 72.000 haben es doch verdient und sind es allemal wert, dass wir Ihnen sehr klar sagen, dass Sie in den nächsten 5 Jahren fest mit dem rechnen können, was Sie von uns kennen, nämlich einer verlässlichen, auch finanziellen Ausstattung Ihrer Gerätschaften und Ihrer Arbeit. Ja, und es ist von Frau Wissler kritisiert worden. Wieder einmal ist ihr gutes Recht, die Asyl- und Flüchtlingspolitik. Wir hatten ja eine Phase in unserem Land, dass man mehr über die Frage der Vokabeln nachgedacht und gestritten hat, als sich mit der Sache zu beschäftigen. Und, Frau Wissler, wissen Sie, die Einzelfälle, die Sie hier aufrufen, die lassen niemanden kalt. Nicht nur Sie nicht, sondern auch alle anderen nicht. Und wenn Sie von den schlimmen Ereignissen im Mittelmeer, die es nach wie vor gibt, die niemand bestreiten wird, den schlimmen Bildern dort reden und den Schicksalen und den Toten, dann lässt das natürlich auch niemanden kalt. Dass Sie in Ihrer Rede trotzdem jetzt zum wiederholten Male den Versuch machen, als würden wir da einfach nur zusehen, ist, ich sage es mal einfach mit meinen Worten, unverschämt. Wir haben in diesen Fragen eine Debatte, die Sie doch auch kennen und die übrigens innerhalb der LINKEN geführt wird, die innerhalb der LINKEN von Sarah Wagenknecht allen voran geführt wird. Nach dem Motto, hat er denn jetzt recht oder hat er nicht recht? Der frühere Bundespräsident Gauck mit seiner Aussage, mit seiner berühmten, ich finde, völlig zutreffenden Aussage anlässlich 25 Jahre deutsche Wiedervereinigung bei seiner Rede in der Alten Oper in Frankfurt am Main. Und er hat ja den Ministerpräsidenten fast ein bisschen kritisiert oder korrigiert, besser gesagt, der ihm den Hessischen Verdienstorden, die Wilhelm-Leuschner-Medaille überreicht hat am 1. Dezember. Er hat klargestellt, dass seine Aussage, ich finde, genau den Kern dieser Thematik trifft, indem er sagt, unsere Herzen sind groß und weit. Ja, aber unsere Möglichkeiten sind auch endlich. Und korrigiert hat er, weil der Ministerpräsident ihn mit begrenzt zitiert hat, weil das wiederum die Assoziation dieser Debatte, dieser unsäglichen Debatte führte, die wir über Jahre hier in diesem Land hatten. Und ich finde, wenn man das teilt, dass unsere Möglichkeiten, und damit sind, Frau Wissler, nicht in erster Linie die finanziellen Möglichkeiten gemeint, natürlich, sondern die Frage gemeint, ist unsere Gesellschaft und wie weit ist unsere Gesellschaft, die sich großartig gezeigt hat in den Jahren 2015, 16, 17, 18 bis heute in der Frage der Aufnahmebereitschaft der Menschen, die zu uns gekommen sind, inwieweit ist diese Gesellschaft insgesamt bereit, zu akzeptieren, in welchem Maße kriegen wir das denn so hin, dass wir auch wirklich von Integration reden können. Und das ist die Debatte, die gemeint war mit Salonsozialisten in der FAZ. Das ist genau die Debatte, der Sie aus dem Weg gehen, wo Sie immer nur den einen Teil erklären, nämlich dass Sie die vermeintlichen Gutmenschen sind, während die anderen zuschauen, wie Menschen im Mittelmeer ertrinken. Und das werden wir hier weiter thematisieren. Und das lasse ich auch weiter nicht zu, dass Sie diese einfachen Bilder stellen. Ja, und Sie können jedes Thema aufrufen. Sie können jedes Thema aufrufen. Rückführung nach Afghanistan. Ja, das ist ein Thema, über das CDU und GRÜNE immer wieder ringen, indem wir schauen, wer ist für die Politik zunächst einmal verantwortlich, wer ist in der Lage, die Situation in Afghanistan zu beurteilen. Das ist der Bund. Damit ducken wir uns nicht weg. Das kann ja gar nicht anders sein, als dass der Bund für solche Fragen zuständig ist, weil er die Mittel, alleine er die Mittel hat, um sich ein Urteil zu bilden. Das kann man immer noch kritisieren, aber er bildet sich ein Urteil. Wir können das weiter diskutieren am Beispiel Afghanistan. Wir können es auch weiter diskutieren, wenn Sie denn wollen. Das ist jetzt nicht hessische Landespolitik, das ist die Grundsatzpolitik. Was ist denn mit der Thematik der Außengrenzen der Europäischen Union? Sie wissen ganz genau, dass viele, ich finde, nicht ganz falsch liegen mit der Argumentation, indem Sie sagen, wenn wir die Anreize weiter erhöhen, dass noch mehr Menschen in die Boote steigen, dann wird es auch weiter Tote geben. Das ist immer noch kein Grund. Es ist immer noch kein Grund, einfach wegzusehen und es zu ignorieren.
aber es ist eine Tatsache, an der man in dieser Diskussion nicht vorbeikommt. Deswegen müssen wir darüber reden, nicht nur aus Gründen der Integrationspolitik und Aufnahmebereitschaft unserer Gesellschaft, sondern wir müssen darüber reden, auch mit Blick auf die Betroffenen selbst. Wir werden das alleine hier nicht lösen können. Ich bin aber bei Ihnen, dass wir sehr, sehr, sehr viel mehr tun müssen bei den Menschen vor Ort, damit sie gar keinen Grund mehr haben, ihr Heimatland zu verlassen. Das ist unsere Politik, und die ist nicht unmenschlich, sondern die ist realistisch und dem zugewandt, was wirklich erforderlich ist. Kolleginnen und Kollegen, ich habe die Finanzen angesprochen. Herr Kollege Rudolph ist nicht da, aber ich bitte ihn mitzuteilen, wenn er die ganze ist er, da ist er. Das ist sehr freundlich, dass Sie ausgerechnet da dazukommen. Ja, es wird ja von der SPD, von Herrn Rudolph, immer wieder der Versuch unternommen, wenn es um die finanzpolitische Historie Hessens geht, mal so zwei Zahlen in den Raum zu werfen und zu sagen, guck mal, wie schlimm ihr seid. Ich zitiere jetzt einmal den Kollegen Rudolph, der hält nämlich immer wieder fest, dass wir in der Regierungszeit und Verantwortung der CDU seit dem Jahr 1999 20,611 Milliarden neue Schulden gemacht haben. Das stimmt. Ja, ja. Ja, ja. Das kann man doch nachlesen, Herr Rudolph. Das ist jetzt ein bisschen mühsam. Sie müssen 20 Haushalte oder 18 mit den Doppelhaushalten wahrscheinlich nachlesen, aufaddieren, dann kennen Sie diese Zahl. Das ist nicht neu. Ich muss aber doch schon darauf hinweisen, dass das bedeutet, im Jahr unserer Verantwortung so roundabout 1 Milliarde Neuverschuldung. Das stimmt. Das war übrigens vor unserer Regierungsverantwortung auch schon so. Doch, Herr Warnke, Sie haben in 8 Jahren 8,33 Milliarden € Schulden gemacht. Also nicht Sie persönlich, natürlich, da wäre es ja ganz anders gelaufen. Natürlich. Aber Sozialdemokraten, die früher für Sie hier das vertreten haben, also auch rund 1 Milliarde. Was Herr Rudolph immer vergisst und was für die neuen Kolleginnen und Kollegen vielleicht ganz interessant ist, ist aber der zweite Teil. Das könnte darauf hindeuten, dass die Wirtschaftskraft des Landes Hessen sich halt dramatisch verändert, heißt positiv verändert hat, belegen die Zahlen, die ich Ihnen auch nennen möchte und die Sie, wie gesagt, immer weglassen. Die Zahlungen in den Länderfinanzausgleich in 8 Jahren der Verantwortlichkeit eines SPD-Finanzministers betrugen 9,7 Milliarden €. Das ist ein Tick 1,2 Milliarden € pro Jahr über der Neuverschuldung. Die Zahlungen in den Länderfinanzausgleich seit 1999, also der letzten 20 Jahre, betragen, Herr Kollege Kaufmann wird die Zahlen auch bestätigen, 43,8 Milliarden €. Das heißt, Herr Weiß, dass wir pro Jahr weit über 2 Milliarden € in den Länderfinanzausgleich zahlen. Das war früher 1,2 Milliarden €. Das erklärt so ein bisschen die Frage, warum denn Hessen weiter aufs Geld gucken muss und wir bei Haushaltskonsolidierung weiter große Anstrengungen übernehmen müssen. Ja, weil wir dazu beitragen und helfen, dass es anderen Ländern in Deutschland auch gut geht. Ich freue mich auf die Diskussion ums dünne Eis. Ob Sie andere Zahlen haben, weiß ich nicht. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ich will doch nur darauf hinweisen. Ja, es gibt weiter Verbesserungsbedarf, beispielsweise bei der Finanzierung der Kommunen, beispielsweise bei der Finanzierung und Ausstattung der Kommunen. Der Innenminister hat gestern im Zuge der Debatte, die ich eben schon angesprochen habe, ich finde aber nicht ganz zu Unrecht darauf hingewiesen, dass wir, ich übersetze das jetzt einmal frei aus der Erinnerung, ich glaube, von 2012 bis 2022, das ist jetzt der Plan, mittelfristige Finanzplanung, die Mittel für den kommunalen Finanzausgleich von 3 auf über 6 Milliarden glatt verdoppeln. In 10 Jahren Verdopplung der Mittel für die Kommunen im Lande Hessen. Dass die kommunale Finanzausgleichsmasse im Jahr 2018 auf 2019 um 300 Millionen € gestiegen ist, hat er Gott sei Dank gestern auch noch einmal in Erinnerung gerufen. Es könnte auch dort immer noch ein bisschen mehr sein. Und wir werden uns, Kollege Hahn und andere mehr, sicherlich mit Fragen beschäftigen. Er hat gestern eine angesprochen im Zusammenhang KFA, auch mit der Beitragsdiskussion, nämlich was ist mit den Bedarfen der Kommunen? Die haben wir jetzt dort ja zu ermitteln. Wir werden beispielsweise im Wohnungsbau sicherlich den KFA verändern, indem wir diejenigen Kommunen belohnen, die Bauland ausweisen. Also, ich finde auch dort eine sehr verantwortliche Politik, indem wir sagen, in Summe ist erst einmal deutlich mehr Geld in die Kommunen geflossen und wird das auch weiterhin tun.
und b, werden wir aber dafür sorgen, dass die Kommunen mit den Spielräumen, die wir dort schaffen, am Ende auch verantwortlich umgehen und diejenigen belohnt werden, die zum Gemeinwohl insgesamt beitragen. Das gilt insbesondere für den Ballungsraum und das Stichwort Wohnungsbau und Wohnungsbauförderung der Landesregierung. Wir haben, und damit will ich denn einen vorletzten Punkt ansprechen. Ich habe den Verkehr schon erwähnt. Ja, es ist eben auch über Calden gesprochen worden. Das ist eines der beiden Flughafenprojekte in Hessen, die die GRÜNEN nicht so doll fanden, die sie immer noch nicht doll finden. Das ist so, und das wird auch niemand wegreden. Aber wir haben dort eine Vereinbarung getroffen, die es möglich macht, dass sich dieser Flughafen weiterentwickelt. Und, Frau Wissler, wenn Sie denn einmal hinfahren würden, ich weiß ja nicht, ob Sie schon einmal da waren, anhören tut sich so, als seien Sie noch nie dort gewesen, dann werden Sie wissen, dass das Bild, das Sie und manche dort stellen wollen, nämlich dass wir dort den Passagier einzeln zählen, ja auch ein Bild ist, wo ich natürlich zugeben und einräumen muss, dass wir die Planzahlen bei weitem noch nicht erreicht haben. Aber wenn Sie sich anschauen, dass wir dort pro Jahr fast 30.000 Flugbewegungen haben, ja auch den Sportflieger haben, auch den Trainingsflug haben, auch den Wartungsflug haben, dann finde ich, kann man nicht sagen, da findet nichts statt. Ich sage, wir haben in der Kommunikation dort zu sehr das Thema Passagiere aufgerufen und zu wenig die gesamtwirtschaftliche Bedeutung. Das werden wir sicherlich verbessern. Ich bin froh, dass der Flughafen Kassel-Calden für die nächsten 5 Jahre eine Perspektive hat. Ich bin den GRÜNEN sehr dankbar. Es ist ihnen schwer gefallen, das kann ich hier ausdrücklich einräumen, dass sie dort gesagt haben, wir geben diesem Flughafen eine Entwicklungschance und dem Mittelstand und dem Drumherum. Und da freue ich mich, Herr Schäfer-Gümbel, wenn Sie das mit offensichtlichem Zustimmen und Nicken genauso sehen. Dann lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass die Nordhessen weiter sagen können, sie stehen im Fokus von Landespolitik. Und noch schöner wäre es, Frau Kollegin, wenn Sie denn auch mit dazu beitragen, das machen wir aber alle gemeinsam, dass die nordhessische Wirtschaft noch ein bisschen mehr von dem in dem Zusammenhang beiträgt, was sie uns früher einmal, als wir in den Planungsphasen waren, versprochen hat. Darauf kommen wir immer wieder zurück. Aber wenn wir das alle gemeinsam wollen, dass dieser Flughafen sich gut und ordentlich entwickelt, dann haben wir dort, glaube ich, auch eine gute Chance für die Menschen in einem wichtigen Landesteil Hessens. Ich will einen letzten Punkt aufrufen. Thorsten Schäfer-Gümbel, das darf ich ja sagen, hat mir eine SMS geschickt. Geht es auch kürzer als eine Stunde? Ja, es geht kürzer. Aber Holger Bellino fragt mich auch jedes Mal. Also, ich bin jetzt einmal nett und versuche es. Also, ich will natürlich auch noch einmal auf das, ich glaube, 30-mal vorkommende Wort digital und Digitalisierung kommen. Also, ich habe es nicht gezählt, aber ich würde das nicht in Zweifel ziehen. So, und der Ministerpräsident hat, wie ich finde, völlig zu Recht zunächst einmal darauf hingewiesen, dass wir dort eine gute Besetzung im Kabinett haben. Das gilt übrigens für das gesamte Kabinett. Das will ich ausdrücklich noch einmal sagen. Ich bin froh, dass wir einen so guten Mix aus neuen, aus jungen, aus erfahrenen Kolleginnen und Kollegen im Hessischen Landeskabinett haben. Aber ich will auf die Digitalministerin, kommen und auf das, was vor ihr an Arbeit liegt. Ja, das ist auch schon mehrfach besprochen worden. Nämlich, dass es nicht nur um die Infrastruktur geht, also nicht nur um die technische Seite, sondern genauso wichtig auch um die Frage geht der gesellschaftlichen Akzeptanz und der ethischen und Arbeitsmarkt und vielen anderen Fragen, die wir dort zu beantworten haben. Die CDU Deutschlands hatte vor 4 Jahren einen Parteitag, in dem sie sich mit dem Schwerpunktthema Zukunft der Arbeit beschäftigt hat. Ich war damals in der Kommission, und ich erinnere mich, dass wir mit den Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Ländern und der Bundespartei über die Frage gesprochen haben, was ist denn das Bild der Volkspartei CDU der Zukunft der Arbeit und wie sehen zukünftige Arbeitsplätze aus. In der ersten Runde bekamen wir ein Papier, Umfang 30 Seiten, davon 27 Seiten, die sich eigentlich nur mit der Frage der Digitalisierung befasst haben. Ich habe damals gesagt, ich glaube, das ist eine falsche Pointierung, schon mit Blick auf die reine Seitenzahl der Befassung mit dem Thema dieser technischen Entwicklung auf der einen und in vielen anderen Bereichen bis hin zu arbeitsmarktrechtlichen Fragen und auf der anderen Seite. Das hat sich mittlerweile verändert. Und wenn ich das auch noch sagen darf, ein Jahr darauf hat der Hessische Rundfunk federführend die Verantwortung gehabt für die Themenwoche der ARD, Zukunft der Arbeit. Ich glaube, wir waren damals schon beide im Rundfunkrat und haben darüber diskutiert. Und wir haben eigentlich genau das Gleiche gemacht, aus meiner Sicht nämlich zu sehr auf diese technische Seite gesetzt, was okay ist, aber die andere etwas vernachlässigt.
Ich sage, mit diesem Ethikrat verbinde ich jedenfalls große Erwartungen. Ich verbinde damit die Erwartung, dass wir all diese Fragen, die die Menschen bewegen, aufrufen, dass wir uns beispielsweise mit der Frage der Arbeitszeit befassen. Früher ist man morgens in die Firma rein, hat die Stempelkarte gestochen, und abends hat man sie dann wieder gelöst, um zu sagen, ich habe gelöscht nicht, Herr Kollege Hahn, das soll auch schon passiert sein, nach 8 Stunden oder wie viele Stunden auch immer, und hatte einen relativ sauberen, durchdeklinierten 5-Tage-Wochenplan. Das haben heute viele nicht mehr. Und da gibt es viel Regelungsbedarf. Da ist viel Bundespolitik und Bundesrecht, wo wir im Bundesrat natürlich mit zuständig sind, genauso erforderlich wie aber auch die Frage, wie gehen wir denn eigentlich mit der Digitalisierung in Hessen um, dort, wo wir unmittelbar Verantwortung tragen. Und Herr Kollege Schäfer-Gümbel, und wie gesagt, das ist mein letztes Thema, das will ich nur kurz ansprechen. So die pauschale, ja fast sarkastische Bemerkung Landesverwaltung und Digitalisierung, na ja, ich finde, die wird nicht so. Oh, dann nehme ich das zurück, dann suchen wir jetzt den, der es gesagt hat. Die nehme ich dem oder derjenigen ein bisschen übel, und zwar deswegen, weil wir natürlich auch in der hessischen Landesverwaltung es mit Menschen zu tun haben. Und ich erinnere mich noch gut daran, ich durfte ja mal ein paar Jahre in der Staatskanzlei mit dabei sein, Einführung der elektronischen Akte, dass ich jedenfalls bei manchen Mitarbeitern inklusive meiner eigenen Person auch schon das Gefühl hatte, dass es da Menschen gibt, die sagen, muss das alles noch sein? Ich bin jetzt 58 Jahre alt, und jetzt soll ich komplett von Papier analog auf digital umstellen. Und das auch noch parallel, damit es die nächsten 10 Jahre übergangsweise in jedem Fall sichergestellt ist. Das ist eine enorme Kraftanstrengung, Arbeitsleistung und ich sage auch emotionale Herausforderung für viele, insbesondere in meiner Altersgruppe. Und das müssen wir genauso sehen. Und ich sage, es gibt irre Fortschritte dort, wenn Sie genau hinschauen. Dann war es der Kollege Bart. Oh, dann haben wir jetzt eine ernste Koalitionskrise. Das machen wir beide aber bei einer Tasse Kaffee aus. Aber ich glaube, der Matthias Wagner hat, natürlich, dann hat das natürlich nicht so gemeint. Aber im Ernst, es ist eine wirklich große Herausforderung. Und das Onlinezugangsgesetz, ich will ja nur einmal für alle beschreiben, was da vor uns liegt. Und die Auswirkungen haben, glaube ich, noch nicht so alle auf dem Schirm, im wahrsten Sinne des Wortes in dem Fall. Wir haben bundesweit die große Herausforderung, bis zum Jahr 2022 abschließend einen Portalverbund herzustellen zwischen allen Behörden dieses Landes, der Bundesrepublik Deutschland und der Länder und der Kommunen. Wir reden über 60.000 behördliche Stellen, und wir reden über ca. 7.000 verschiedene Dienstleistungen und Verfahren. Ja, und die teile ich denn auch. Das ist wirklich eine irre Herausforderung. So, und das zu stemmen in den nächsten 3 Jahren, wir haben noch 3 Jahre Zeit, das zu stemmen, das erfordert, glaube ich, zunächst einmal insgesamt die gemeinsame Idee auch des Hessischen Landtags, Frau Wissler. Da beziehe ich Sie dann wieder mit ein, nachdem der Ministerpräsident das ja so vorgeschlagen hat. Eine gemeinsame Anstrengung und Diskussion darüber, wie kriegen wir das denn hin, ohne dass wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, uns eingeschlossen, mich jedenfalls eingeschlossen, dabei überfordern. Und insofern bin ich der Meinung, ist Digitalisierung weit mehr als das, was häufig diskutiert wird, nämlich 50 Megabit pro Sekunde oder Gigabit-Gesellschaft. Ja, das ist alles wichtig und gehört alles dazu. Was wir erreichen müssen, ist, dass die Menschen weiterhin sich darauf verlassen können, dass Politik jedenfalls in aller Regel eine ziemlich präzise Vorstellung hat von dem, was die Menschen in unserem Land bewegt. Und das möchte ich hier im Hause niemandem absprechen, dass er sich nicht wenigstens bemüht, das zu wissen, was Menschen bewegt. Am Ende Politik für die Antworten zuständig ist. Zuständig ist dafür, dass wir das, was wir daraus an Schlüssen und Politiken ziehen, am Ende auch bezahlen können. Das bewegt die Menschen möglicherweise nicht heute, aber es bewegt die Kinder und Kindeskinder. Und wenn wir alles das zusammenfassen, dann freue ich mich auf 5 Jahre eines lebhaften, streitigen Diskurses über all diese großen und wichtigen Fragen im Land Hessen und darüber hinaus. Und mit Ihnen gemeinsam will ich als Letztes sagen, glaube ich, sollten wir uns in den nächsten Wochen und Monaten uns natürlich mit Landespolitik beschäftigen. Aber alle aufgerufen sind wir, dafür zu sorgen, dass am 26. Mai
das Wort Schicksalswahl nicht nur von uns im Munde geführt wird, sondern wir alle auch wissen, dass das wirklich eine Schicksalswahl ist, wo es um die Zukunft Europas, um die Zukunft unserer Kinder und um die Frage geht, ob die auch in Frieden und Freiheit leben können, so wie wir das in meiner Generation, in unserer Generation erleben durften, dann haben wir neben dem Hessischen Landtag und der Landespolitik noch eine weitere große Aufgabe. Ich lade Sie alle dazu ein, dass wir das gemeinsam bei allem politischen Streit in der Sache, dass wir das gemeinsam als Ziel vor Augen haben, eine hohe Wahlbeteiligung am 26. Mai und ein Wahlergebnis für die Parteien, die dieses Europa auch tatsächlich wollen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Boddenberg. Ihr Ziel, unter einer Stunde zu bleiben, haben Sie knapp um 4 Sekunden verfehlt, aber immerhin noch eine Punktlandung. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Deswegen ist die Regierungserklärung jetzt abgehalten und entgegengenommen. Bevor ich aber zum nächsten Tagesordnungspunkt komme, haben wir noch ein bisschen was abzuarbeiten. Eingegangen und auf Ihren Plätzen mittlerweile verteilt ist ein dringlicher Antrag der Fraktionen CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN zur Schaffung von guten Rahmenbedingungen für eine zukunftssichere Holzvermarktung in Hessen, Drucksache 20/117. Wird die Dringlichkeit bejaht? Das ist der Fall. Dann wird dieser Top 25 und kann, wenn jetzt niemand widerspricht, mit Top 11 zu diesem Thema aufgerufen werden. Dann machen wir das so. Außerdem eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Antrag ebenfalls von der CDU und der Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Übertragung der Sitzung des Hessischen Landtags, Drucksache 20/118. Wird die Dringlichkeit bejaht? Das ist der Fall. Dann wird dieser Top 26 und kann, wenn auch hier niemand widerspricht, mit Top 10 zu diesem Thema aufgerufen werden.